Da ist ein Goblin. Ich glaube, das ist ein Spaß, oder? Nee, ist ein normaler Goblin. Mach mal, ich Goblins schippen. Die würden schon fast Kobolde sein. Ein bisschen rassistischer eigentlich mit dem Schwarzer. Oh, ja, alles in Ordnung. Bin da nicht stecken geblieben. Das ist nur ein, das war nur Einbildung, Leute. Das war nur Einbildung. Ich laufe jetzt mal hier entlang. Guck, ob da noch Gegner sind. Oh, da habe ich sogar was gesehen. Ja? Nein, das ist nur Ambiente. Nur dies ist ja nur Ambiente. Okay. Also hier hinten ist leider nichts mehr. Das ist schade. Ich muss noch gucken, dass ich nachher dann noch die Videos dann, oder zumindest noch eins davon hochlade, von dem, was ich jetzt aufgenommen habe. Nicht hochlade, sondern veröffentliche. Damit ich heute ein Video hochgeladen habe. Damit der YouTube-Algorithmus dich freut. Ich, ihr wisst ja, ich muss ja im Rhythmus bleiben und so. Ich muss tun, was der Algorithmus von mir verlangt. Oh shit. Nicht wegen dem Scavenger, weil der, sondern weil der hinter der Feldräuber sind. Und eine Menge Viecher, von denen ich nicht weiß, ob ich die schaffe. Noch ein Lederbeutel oder sollte ich eher Leberbeutel sagen? Es dauert noch ein bisschen, bis ich wieder Level up habe. Ich kann noch mal was bisschen mehr in Stärke investieren. Sehr risky. Nichts, was ich nicht mit dem Stück Fleisch heilen könnte. Oder mit ein paar Dunkelpilzen. Am Ende kriege ich mehr Mana. Oh, das ist aber eine Menge Wölfe bei dem Schattenläufer. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Dass der mich in Ruhe lässt. Holy shit. War knapp. Um ein Haar hätte der mich bestimmt zerfleischt. Aber nur um ein Haar. Weil ich ihm keins gekrümmt habe. Das ist der springende Punkt. Hier, nimm einen Heiltrank. Hey, danke, Mann.
Okay, los geht's, folge mir. Cool, jetzt packt der Milizsoldat darum. Jetzt packt er nicht mehr darum. Wie ich, der läuft in den Schattenläufer rein und stirbt, sagt euch. Nein, er läuft nach da hinten, wo die Snapper sind. Wird nicht gut enden. Ich sag's euch, das wird nicht gut enden. Aber sein Schwert wäre cool. Dann hab ich eine hätte ich auch eine längere Waffe. Oh. Oh Gott, der ist ein Meister. Ich glaube, der schafft die alle, oder? Ja. Ja, der ist ein bisschen angeschlagen jetzt, aber. Und die Snapper, die haut er doch weg. Oh. Ja gut. Zu dem gehe ich jetzt nicht nochmal hin, okay? Ich glaube, das mache ich, wenn ich ein bisschen stärker bin. Vielleicht wage ich mich darunter an den Strand oder dazu zumindest die anderen Viecher mal bekämpfen, die noch da sind. Wie die Scavenger und so. Dann räume ich da noch ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob hier noch Gefieche ist. Nein, hier ist kein Gefieche mehr. So. Jetzt der Wolf dran. Schattenläufer? Gefährlich ist das. Au. Shit. Das 1v1 gegen den Lurker hätte ich gewinnen können, wenn ich jetzt nicht den Fehler gemacht hätte gerade. Er hat einfach den High Ground. Ein Mist viel weniger. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Okay, das war jetzt ein bisschen weird, das Ganze. Okay, ich gehe jetzt auch nicht nach da hinten, weil sonst passe ich mich dasselbe wie gerade eben. Da ist nichts zu holen. Ganz weirde Geschichte. Dann gehe ich jetzt doch nach da vorne. Ich würde da noch was nicht. Aber erstmal noch ein bisschen gebratenes Fleisch gönnen. Nichts, was eine Keule Fleisch wieder heilen könnte. So läuft das hier. Das ist Gesetz.
Oh. Ich hoffe nicht, dass ich den Shuttle-Dörfer jetzt angelockt habe. Da ist nichts zu holen. Das sind Wölfe, die den Baum raufklettern wollen. Oh! Komm her! Gimme riding my gun. I don't feel I'm loving you. Das Gute an den Feldräubern ist, die haben eine riesige Hitbox. Die teilen aber auch gut aus, wenn sie treffen. Da ist nichts zu holen. Aber gehen auch einigermaßen gut auf Chance. Das ist das Nächste. Hey, da ist ja noch ein Feldräuber. Wo kommt denn der denn her? Ich glaube, der hat sich verirrt. Das ist ein junger Feldräuber. Nichts zu plündern. Der war wohl viel am Platz. Würde ich zumindest sagen. Bin ich denn hier gelandet? Ach, hier bin ich gelandet. So. Mit dem Snapper lege ich mich nicht an. Sogar zwei Snapper. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Das sind wirklich. Das sind Tireless Tracker, die Viecher. Sag ich euch. Nichts zu holen. Die ermüden dann nicht. Die laufen mir den ganzen Weg bis zur Festung. Da wollte er seinem Freund helfen. Finde ich ehrbar, aber hätte nicht sein müssen. Das hätte ich ihn verschont, wisst ihr? Der hätte einfach nicht weiter schlafen können. Nein, er musste ja seinem Freund helfen, dabei sterben. Edle Seelen sind diese Scavenger. Edle Seelen. Grundstück, geil. Geil!
Ich weiß nicht, woher ungefähr die ganze Spielzeit herkommt. Die, ich glaube, drei oder vier Stunden, die das hat. Da kann ich auch ein bisschen mehr Zeit wahrscheinlich rein versenken. Er frisst jetzt den Wolf. Würde ihn jetzt nicht interessieren, dass ich da rumgurke. Jetzt nehme ich mit. Dann behalte ich den Schattenläufer im Auge. Oh, das machen. Ja, wenn's ja. Ich meine, die waren resistent gegen Feuer. Das ist ein Geistes. Oh, maximale Leben. Das ist schon mal sehr gut, dann tanke ich mehr. Das ist ein Teil des Tracker. Wenn der mich einmal sieht, dann bin ich Schattenläuferfutter. Futter für die Ratten. Ich könnte den einen Typ auch bezahlen, aber ich habe nicht genug Gold. Ich kann ihn auch verprügeln und seine Waffen nehmen. Theoretisch. Wie gut ich das umsetzen kann, weiß ich nicht. Erstmal mache ich da den einsamen Lurker hier. Ich weiß auch gar nicht, wo der diebische Varan eigentlich hingelaufen ist. Könnte auch der sein. Raumzeichen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, warum der Bruder das haben wollte. Dann bringe ich ihn noch zurück. Danach kann ich schlafen gehen. Was der Hermes hier geht da schlafen. Tambor. Hier deine Zeichnung. Hier deine Zeichnung. Vielen Dank. Du wirst es doch niemandem erzählen. Du bist doch ein guter Junge. Stimmt's? Hier 100 Gold. Für mein Schweigen. Immer doch, Bambo. Immer doch. Muss ich ja mal nachfüllen. Kann man ihm für vier Lernpunkte schmieden lernen. Dann könnte ich mir aber maximal so ein selbstgeschmiedet. Oh, weil es gibt mir einen Bonus auf Einhandwaffen. Ah, ich weiß nicht, ob ich das will. Bin ein bisschen angeschlagen. Ich will erstmal schlafen. Wo ist hier ein Bett?
Okay, ich kann mit ihm gar nicht reden. Das ist doch alles nur Gerede. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Bin ich bereit, befördert zu werden? Ja, hiermit erhebe ich dich in den Rang eines hohen Söldners. Die Rüstung eines hohen Söldners kostet 2100 Gold. Hast du eine neue Aufgabe für mich? Du hast diesem Karmon ganz schön eine Meinung gezeigt. Sehr gut. Ja, ich werde dich für eine schwierigere Aufgabe einsetzen. Auf der ganzen Insel sind mehrere silberne Pokale verteilt. Bringe mir 5 davon. Ich habe mich alle verkauft. Ich habe da meine eigene Meinung. Ich habe ja ein paar Felle für dich. Das Fell von Kailan. Ah, du hast ein Wolfsfell. Mach weiter so. Das hat er doch vorher gewusst. Muss ich Sepp verprügeln, oder? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Oh Mist, ich wollte ja bei ihm noch Stärke lernen. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Glaubst du wirklich daran? Will ich da hochspringen? Nein. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Verdammt! Das war doch schon vorher klar. Das war doch klar. Bring mir was. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Habe ich auch noch gar nicht gewusst. Du bist ein Söldner geworden? Ist auch okay. Viel Glück. Ich weiß ja, dass du viel besser bist als der Rest an Söldnern. Ich werde dir nun helfen, wenn du Probleme bei deinen Aufträgen hast. Es kommt nur auf die Kraft. Kannst du mir helfen? Ich soll 5 silberne Pokale finden. Ich kann dir einen geben. Du solltest dich umgucken. Dort draußen gibt es sicher einige Pokale. Ich wäre mir da nicht so sicher. Das ist eine schlimme Sache. Okay. Ja, das ist eine schlimme Sache tatsächlich. Ach, du bist ein Söldner geworden? Sehr gut. Dann willst du sicher einen Auftrag. Eine der Wachen will nämlich nicht mehr seine zierliche Wache übernehmen. Stattdessen säuft er sich in der Kneipe von Hobbes zu. Geh zu ihm hin und überzeuge ihn, dass er seinen Job machen sollte. Okay, cool. Zeig mir. Ja. Ah. Oh, der hat gesessen. Gib alles. Mist. Ja gut, ja gut. Da hat wohl Sepp seine 4 Pokale verloren, die ich ihm gegeben habe. Dann kann ich die 5 Pokale ja gleich abgeben. Das erste und letzte Mal, dass ich es gemacht habe, okay? Wir sprechen einfach nicht darüber. Hier, die 5 Pokale. Die 5 Pokale. Du machst dich ja sehr gut. Hier, deine Belohnung. Okay.